Gays and Ritz, Fashion La Zoietus, La Fluro Banic, La Berdo Mugeto, De Kiu Jukeso, De Keros Baleos, Behistandus, Nomad Pyreneos. Im Herzen der Pyrenäen liegt das Ossotal. Wie die Schafe oder das zarte grüne Gras gehört hier eine Kopfbedeckung seit Jahrhunderten zur Landschaft. Die Baskenmütze. Sie kam aus den Bergen, verbreitete sich in den Städten, emigrierte nach Lateinamerika und wird von Soldaten aus aller Welt getragen. Dennoch gilt sie als durch und durch baskisch. Ende des 19. Jahrhunderts trugen die allermeisten Basken Baskenmütze. Damals war Baske gleich Baskenmütze. Das sogenannte Beret wird heute immer dem Baskenland zugeordnet. Dabei lässt man außer Acht, dass die Mütze überall in den Pyrenäen getragen wurde. Einer Legende zufolge soll die Baskenmütze im Ossotal im Bejaren das Licht der Welt erblickt haben. Belegt ist ihre Existenz hier seit dem 13. Jahrhundert. Ihr eigentlicher Ursprung dürfte aber auf die Hirtentradition in den Bergen zurückgehen. Die Weidewirtschaft hat im Ossotal eine lange Tradition. Im Otosso gibt es sie seit mindestens 7000 Jahren. Unsere Vorfahren waren Hirten und Viehzüchter. Sie waren Kuhhirten, Schafhirten und wanderten mit ihren Herden. Sie verbrachten den Sommer hier im Ossotal. Im Winter suchten sie sich kargere Weideflächen in der Ebene. Das ist Teil unserer Kultur, hat uns geprägt. Die Schafhirten und ihre Herden sind auf den abgelegenen Weiden in den Bergen permanent den Unbilden der Natur ausgesetzt. Da taucht auf einmal eine Art Mütze auf, die Wind und Wetter trotzt. Mal regnet es, mal brennt die Sonne. Da braucht man eine Kopfbedeckung. Man hat die Wolle von den Schafen. Also hat man vermutlich nachgeforscht, was es in den Jahrtausenden zuvor so gab. Man wollte etwas haben, das die Feuchtigkeit abhielt, vor der Hitze schützte und mit dem man sich identifizieren konnte. Hier ist man stark von der Hirtentradition geprägt, bis hin zum Dialekt, dem Ossalois. Und lokaltypischen Ausdrücken. Der Ausdruck Beret kommt nämlich vom baskischen Ausdruck Beret. Und das heißt Mütze. Es gibt eine Redensart über die Ossalois. Das heißt, der Ossalois ist nur in seiner Kleidung grobschlächtig. Anders gesagt, er ist ansonsten feinsinnig und interessant. Das mag nur ein Sprichwort sein, aber es trifft zu. Denn da man als Hirte ständig unterwegs war, musste man eine gewisse Schleue, Intelligenz und schnelle Auffassungsgabe haben. Die Kleidung entsprach jedoch dem, was man hatte, und war meist aus grober Schafswolle. Diese Wolle ist das Kostbarste, das die Schäfer besitzen. Beim Almabtrieb, wenn eine Verkaufsmesse oder ein Markt ansteht, verlassen sie ihre Berge, um sie im Tal zu verkaufen. Im 16. Jahrhundert wird Oloron-Sainte-Marie im Béarn zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für das weiße Gold. Später wird sie darüber hinaus zum Zentrum der Beret-Herstellung, da sie am Zusammenfluss von zwei Flüssen liegt, dem Gave d'Aspe und dem Gave d'Ossau.
Wasser war für die Herstellung von Baskenmützen sehr wichtig. Zunächst für die Reinigung der Wolle. Das passierte in Oloron. Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Wolle dann vor Ort weiterverarbeitet zu Wollwaren, insbesondere Baskenmützen, die nach Spanien exportiert wurden. Davon lebte die gesamte Region. Oloron-Sainte-Marie wird im Laufe der Jahrhunderte zur Hauptstadt der Baskenmütze. In der sehr ländlich geprägten Region braucht die Fabrikation Zeit. Jede Mütze ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Am Anfang wurde die Baskenmütze von Hand gemacht. Sie wurde gestrickt, meist von Frauen. Sie machten das zu Hause oder auf der Straße. Man weiß, dass 1871 hier 1200 Frauen und Kinder Baskenmützen herstellten. Nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land war das ein beliebter Zuverdienst. Ende des 19. Jahrhunderts steigt die Stadt dann voll in die Industrialisierung ein. Sie verwandelt sich. Nach und nach treten Arbeiter an die Stelle von Bauern. Ab den 1870er Jahren machten diese Sperrwerke es möglich, Maschinen anzutreiben, die man kurz zuvor erfunden hatte. So konnte die gesamte Produktion mechanisiert werden. Ab dem Moment schossen die Produktionszahlen in die Höhe. Man muss sich vorstellen, dass am Zusammenfluss der beiden Flüsse lauter Béret-Fabriken standen. Das war ein riesiges Industriegebiet und stand dem Norden Frankreichs in nichts nach. Die Baskenmütze wird nun von der gesamten Unterschicht getragen. Ob Schäfer, Bauer oder Arbeiter, alle haben sie auf dem Kopf. Durch die Karlistenkriege auf der anderen Seite der Pyrenäen wird die Baskenmütze dann zum politischen Statement. Diese im 19. Jahrhundert immer wieder aufflammenden Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen spalten das spanische Königreich. Die Erbfolgekriege finden kein Ende und die Basken ergreifen Partei für das konservative Lager. In der Stadt Tolosa, mitten im spanischen Baskenland, wird die Baskenmütze zum Symbol für Kampf und Aufstand. Die Karlistenkriege wurden vor allem im Baskenland ausgetragen. Die Basken wussten, dass wenn die Liberalen an die Macht kämen, ihr spezielles Verwaltungssystem ein Ende hätte. Denn die Liberalen wollten eine einheitliche Verfassung für die gesamte Halbinsel durchsetzen. Das Baskenland wurde also zum Hauptschauplatz dieses Erbfolgekrieges. Die spanischen Basken wollen ihr Verwaltungs- und Rechtssystem um jeden Preis erhalten. Sie erleben, wie einer von ihnen mit Namen Tomás de Zumalacárregui sich an die Spitze der Karlisten setzt. Mit großen Folgen für das Schicksal der Baskenmütze. Eine der ersten Entscheidungen von Tomás de Zumalacárregui war, dass seine Truppe der Einheitlichkeit wegen Baskenmütze tragen sollte. Die Karlisten hatten erst keine eigene Uniform. Die Truppe bestand aus Bauern, die man aus den Bergen geholt hatte. Er entschied also, dass alle Soldaten Beret tragen sollten. Noch bevor die Karlisten eine echte Uniform hatten, war die Baskenmütze ihr Erkennungszeichen. ...1874 erobern die spanischen Truppen Tolosa. Die Stadt wird zur Hochburg der Karlisten und man errichtet am Ufer des Flusses Oria eine Béret-Manufaktur. Die Kopfbedeckung wird zum Symbol für das Baskenland, über politische Gräben hinweg. El
Nach dem Ende des Konflikts war die Baskenmütze definitiv kalistisch. Aber seltsamerweise trugen auch die freiwilligen Kämpfer der Liberalen aus Bilbao oder San Sebastian nun Baskenmütze. Ende des 19. Jahrhunderts erfreute sich das Beret sehr großer Beliebtheit. Damals hieß es Baske gleich Baskenmütze. Doch der Siegeszug der Baskenmütze geht weit über das Baskenland, Frankreich und Spanien hinaus. Der Hafen von Bayonne am Ufer des Adour wird Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Tor zur neuen Welt. Von hier aus brechen tausende Frauen und Männer auf, um sich auf der anderen Seite des Atlantiks ein neues Leben aufzubauen. Nach baskischem Brauch erbte der oder die Erstgeborene das Haus, das Etxe, eine echte Institution im Baskenland. Also das Etxe und die Nebengebäude. Die anderen Kinder durften zwar im Haus bleiben, aber wollten das nicht unbedingt. Denn sie konnten nicht heiraten, mussten sich also im Haus nützlich machen. Deshalb suchten viele von ihnen nach einer anderen Betätigungsmöglichkeit. Sie verließen ihr Elternhaus und ließen sich woanders nieder. Damals kam es zu einer großen Auswanderungswelle nach Amerika. Fern der Heimat greifen viele Basken auf das Erlernte zurück, um zu überleben. Die Baskenmütze ist ein Symbol für ihre Identität und Heimatverbundenheit. Sehr viele Basken haben damals den Beruf des Schäfers ergriffen. So war das in Argentinien und auch in den USA. Und natürlich ist der Schäfer mit seiner Baskenmütze, vor allem in den USA, zum Basken par excellence geworden. Einige kehren später an die vertrauten Ufer des Adour zurück. Andere lassen sich dauerhaft in Amerika nieder. Die Baskenmütze wird zum verbindenden Element der Entwurzelten. Sie legten großen Wert auf ihre traditionelle baskische Identität, sei es in Form des baskischen Kreuzes oder in Form der Baskenmütze. Einige der ersten, die emigriert waren, trugen die Baskenmütze dauerhaft, auch Jüngere. Heute holt man sie in der Regel nur noch zu besonderen Anlässen heraus, um zu zeigen, dass man stolz ist, dieser Gemeinschaft anzugehören. Dank Che Guevara und seinem berühmten Porträt wird die Baskenmütze zu einem ikonischen Objekt, das Revolutionäre aus aller Welt tragen. So wie einst die Schäfer, Karlisten und Arbeiter, vertrauen sie auf das schlichte, solide und widerstandsfähige Ding aus Wolle, das letztlich nie aus der Mode kam.